Und das lässt eben den Verdacht aufkommen, dass diese Gespensterbahn, diese absolut totalitäre Horror-Auslöschungsgrenze nur den Flottieren machen, der Trittveränderungsimperative als dem einzig relevanten Ziel dienen und zu nichts anderem sonst. Und somit dieses wahrlich, du wärest verloren, wenn du nicht verloren wärest, nichts anderes meint als die Ankurbelung, das Aufstehen, das Aufwecken machen für die Funktionen der Einverleibung und der Ausscheidung. Womöglich gar nichts mit realen Verhältnissen zu tun haben.